Ja, guten Tag von meiner Seite aus. Zu Griechenland kann man nichts anderes sagen, als dass Herr Schäuble offensichtlich den Kontakt zur Realität völlig verloren hat. Zu verlangen, dass die griechische Regierung in dieser Notsituation, in der sie sich befinden, noch einmal einen Sparbeschluss auf Vorrat treffen soll, der 3,6 Milliarden umfassen soll, ist völlig abenteuerlich. Ein Budgetüberschuss im Übrigen von 3,5% würde nicht mal unsere Bundesregierung bei glänzenden Finanzen schaffen können. Man muss einfach sagen, der Internationale Währungsfonds hat recht. Es kommt ja selten vor, dass der Internationale Währungsfonds die Position der Linken vertritt. Ohne ernsthafte Verhandlungen über eine Schuldenregelung ist die ganze Sache nicht zu machen. Und ohne einen ernsthaften Plan, wie Griechenland aus der wirtschaftlichen Misere rauskommt, ist eben auch nichts zu machen, sondern kann man nur zuschauen, wie das Kaputtsparen völlig zulasten der wirtschaftlichen Entwicklung geht. Schäubles orthodoxe Ideologie droht auch in diesem Fall tatsächlich Deutschland zu isolieren, und es muss die Frage gestellt werden, ob er wirklich geeignet ist, auch in herausragender Position so viel Einfluss auf diese Verhandlungen zu haben, oder ob man da nicht endlich mal andere Wege gehen müsste. Ich glaube, dass Gabriel recht hat. Er sagt, ohne Schuldenerleichterungen für Griechenland geht's nicht. Ich bedauere, dass er so spät zu dieser Erkenntnis erst gekommen ist, aber er könnte natürlich jetzt seinen Einfluss als Wirtschaftsminister und Vizekanzler nutzen, tatsächlich eine Abkehr von dieser Austeritätspolitik auf den Weg zu bringen. Es wäre auch höchste Zeit, dass die europäische Sozialdemokratie diesen Ausweg aus der Austerität sucht. Denn wir erleben doch, dass in immer mehr Ländern die Bevölkerung gegen diese Politik der EU aufsteht und leider das in die Richtung von noch stärkerem Rechtspopulismus und noch stärkerem nationalen Abschotten geht. Ein Weg, den weder die Sozialdemokratie noch im Übrigen die Linke will oder wollen kann, so muss man sagen. Bleiben wir bei Bundesfinanzminister Schäuble. Er plant einen Betriebsrentenzuschuss, der ermöglichen soll, dass Betriebe ungefähr 400 bis 450 Euro pro Beschäftigten für eine betriebliche Rentenregelung zurücklegen. Das ist, glaube ich, wirklich ein lächerlicher und durchschaubarer Versuch, vom Versagen unserer Rentenpolitik abzulenken. Er würde in der Tat das Problem nicht lösen. Wir wissen, es ist nur eine kleine Minderheit der Beschäftigten, die überhaupt unter Betriebsrentenregelungen fällt. Der Betrag würde nicht dazu beitragen, dass tatsächlich eine Mehrheit der Arbeitnehmer unter Betriebsrentenregelungen fallen würde. Also geschweige denn, dass das die Rente so aufstockt, dass die Menschen in eine Rentenregelung kommen, von der sie tatsächlich leben können. Und dieses Herumdoktern an Kleinigkeiten lenkt eben davon ab, dass dringend geboten wäre, dass das Rentenabsenkungsniveau zurückzunehmen, das Grundsicherungsniveau wieder auf 53% aufzustocken. Es ist völlig klar, wenn das so weitergeht mit 43% Grundsicherungsniveau, geht auch ein Durchschnittsverdiener mit 3.000 Euro und mehr gesichert in die Altersarmut. Und es kann sich jeder ausrechnen, dass es kaum noch Renten gibt, die tatsächlich den Lebensstandard sichern. An dieses Problem muss rangegangen werden. Und es muss endlich begriffen werden, dass die Riester-Rente gescheitert ist. Ein großer Teil verdient überhaupt nicht so viel, dass er sich genügend Geld zurücklegen kann, um eine Riester-Rente anzusparen. Und die, die es können, machen eine Verlustrechnung. Deswegen sagen wir ja die ganze Zeit, die Riester-Rente muss in die gesetzliche Rente überführt werden, damit die Leute ihre Ansprüche behalten. Und es muss wieder die paritätische Finanzierung der Rentenversicherung eingeführt werden. Sprich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen das Gleiche,
Dann können im Übrigen die Beiträge auch steigen, ohne dass es die Arbeitnehmer mehr belastet. Im Gegenteil, sie werden sogar entlastet. Wenn wir wirkungsvoll was tun wollen, dann müssen wir diese Schritte gehen und müssen gleichzeitig eine armutsfeste Mindestrente von 1050 Euro einführen. Alles andere führt nur dazu, dass immer mehr Menschen gesichert in die Altersarmut gehen. Außerdem kann man die Rente nicht diskutieren, ohne über die Löhne zu diskutieren. Deswegen müssen die Löhne in einem anderen Ausmaß steigen. Und wir haben ja die Anfrage im Deutschen Bundestag gemacht. Du bräuchtest 11,68 Euro und müsstest ein ganzes Leben lang 45 Jahre am Stück in Vollzeit arbeiten, um auf eine Rente über der Grundsicherung von 788 Euro zu kommen. Deswegen wäre ja ein wirklicher Schritt, und das wäre auch eine Gerechtigkeitspolitik, den Mindestlohn drastisch zu erhöhen, sofort auf 10 Euro und in Schritten auf 12 Euro. Die SPD hat ja mit dafür gesorgt, dass der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde. Jetzt wäre es an der Zeit, nicht mehr so verzagt an diesen 8,50 Euro festzuhalten oder sich damit abzufinden, dass der auf 8,60 Euro oder 70 erhöht wird, sondern einen wirklichen weiteren Schritt zu tun in Richtung Lohnniveau, von dem man leben kann und eine lebensstandardsichernde Rente ansparen kann. Damit sind wir auch ein Stück weit bei der SPD. Wir erleben gerade, dass die SPD im Krisenmodus ist. Das ist gar nichts, was mich erfreut im Übrigen und auch gar nichts, was die Linke erfreut. Ich glaube auch, dass es gar kein Problem ist einer Personaldiskussion, die das jetzt überlagert, sondern es wäre viel wichtiger, eine Richtungsdiskussion zu führen. Ich bin jetzt nicht dazu da, der SPD Ratschläge zu geben, aber wir würden Ihnen doch das Angebot machen, einen Richtungswechsel wieder zu sozialer und sozialdemokratischer Politik zu machen, die dazu führt, dass man tatsächlich einen Politikwechsel in diesem Land einleiten kann. Und wenn Gabriel sagt, er sieht den Vertrauensverlust der SPD in der Gerechtigkeitsfrage und das ist ein existenzielles Problem für seine Partei, dann hat er recht. Dann muss aber genau diese Gerechtigkeitsfrage in den Mittelpunkt der Politik gestellt werden. Und da brauche ich ja gar nicht sagen, was die letzten Jahre getan wurde. Die ganzen Kürzungsdiktate in der Europäischen Union, das Asylrecht verstärkt, Rüstungsexporte in die Höhe getrieben, Freihandelsabkommen TTIP und die ganzen Sanktionen gegen Langzeitarbeitslose, vieles andere mehr, das hat alles nichts mit sozialer Politik zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre auch ein wirklich wichtiges Signal in Richtung Bundestagswahl. Wenn jetzt 2, 3 Punkte gefunden würden, so eine Gerechtigkeitswende einzuschlagen. Wir haben ja mal gesagt, eine Revolution für soziale Gerechtigkeit, das wird die SPD sicher nicht machen, aber sagen wir mal einen Aufbruch für soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, man könnte 3 Dinge ohne große Probleme sofort machen. Man könnte praktisch aus diesen TTIP-Verhandlungen aussteigen und damit würde man im Übrigen, sagen wir mal, auch der Meinung einer Bevölkerungsmehrheit entsprechen und schon gar der sozialdemokratischen Basis, die auch dort mehrheitlich dagegen ist. Es kann nicht sein, dass der SPD mitverantwortet, dass Arbeitnehmerrechte und Verbraucherschutzrechte verschlechtert werden durch Freihandelsabkommen. Das hat nichts mit Gerechtigkeitspolitik zu tun. Das Zweite ist die Rentenfrage. Ich glaube, die Rentenfrage berührt gerade die ganze Bevölkerung. Hier zu sagen, ernst damit zu machen, dass man die Absenkung des Grundsicherungsniveaus stoppt, und sagt, wir führen wieder eine lebensstandardsichernde Rente rein, würde bei der Mehrheit der Bevölkerung wirklich auf große Sympathie treffen. Wir haben im Übrigen ausgerechnet, wenn du wieder zurückgingst auf 53%, müssten Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils 34 Euro und ein paar zerquetschte zusätzlich an Rentenbeiträge abführen. Ich glaube, wenn man darüber eine Volksabstimmung machen würde, und die Rentenerhöhung, die sie zu erwarten hätten, dagegen zu stellen, ich wüsste, wie diese Volksabstimmung ausgeht. Und das Dritte wäre das Thema Mindestlohn. Das
habe ich schon angesprochen. Und was man viertens noch machen könnte, wenn Sie nicht sofort eine Vermögensteuer ran wollen, dann könnte man wenigstens endlich mal die Erbschaftssteuer, die Besteuerung von hohen Erbschaften, von Millionen Erbschaften, zügig angehen, um einen ersten Schritt für eine Gerechtigkeitswende zu machen. Ich glaube, wenn das wäre wirklich ein Angebot, wo wir als Linke dabei wären und wo wir ein Signal geben könnten, und insbesondere die SPD ein Signal geben könnte, dass sie nicht nur als Regierungsreserve für die CDU zur Verfügung steht, sondern dass sie tatsächlich an einem Politikwechsel interessiert ist. Und das würde im Übrigen auch in der Bevölkerung und in ihrem eigenen Klientel wirklich diskutiert werden. Ein weiter so, vielleicht mit anderen Personen oder auch nicht, würde, glaube ich, die Talfahrt der SPD nicht stoppen.